Ich habe die Tür zur Baumschule geöffnet und da waren sie. Und ich habe keine Ahnung, wo der Orang-Utan herkam. Echt komisch. Ich meine, wie weit ist denn der Zoo weg? Und wieso wollte er unbedingt meine Pistazien haben? Mysterien machen unser Leben lebenswert. Jedenfalls steht das so in meinem teuren Buch über Mysterien. In Ordnung, Klasse. Heute starten wir mit einem neuen Physikprojekt. Es wird euch alles abverlangen, was ihr über Gravitation, Trägheit und Gewichtsverteilung gelernt habt. All das habe ich mir zunutze gemacht bei der Herstellung dieses wunderschönen Tisches. Ist solide Eiche. Hab fast 21 Wochen dafür gebraucht. Wochen der Einsamkeit. Es gab nur mich und das Holz. Wenn ihr hart arbeitet, habt ihr vielleicht auch eines Tages einen besonderen Tisch. Aber nicht diesen, das ist nämlich meiner. Also, ich möchte, dass ihr übers Wochenende einen Behälter baut, in dem ihr dann ein Ei platziert. Eure Note wird nur auf einem einzigen Kriterium basieren. Geht das Ei kaputt, wenn der Behälter vom Dach der Schule geworfen wird? Bleibt das Ei ganz, bekommt das Team eine 1. Die anderen werden danach beurteilt, wie gut sie das, was wir im Unterricht besprochen haben, angewandt haben. Für das Projekt teilt ihr euch bitte in 3er-Teams auf. Ich schätze, dann seid ihr 3 wohl schon mal ein Team. Feiglinge! Ist festgelegt, wie viele Eier während des Bauens kaputt gehen dürfen? Nein. Dann ist ja gut. Willst du nicht vielleicht lieber in unser Team kommen, Melissa? Ich habe es Team Melissa genannt. Meine damit nicht dich, sondern nur andere. Nein, ich bleib hier. Wirklich? Du gehst das Risiko ein, keine 1 zu kriegen? Du weißt doch, Eier sind sehr zerbrechlich. Damit komme ich klar. Ich esse Eier zum Frühstück. Das tun wir doch alle. Milo! Komme! Hier sind 8 Dutzend Eier. Das sollte wenigstens reichen, um... wie gesagt, hier sind 4 Dutzend Eier. Amateure! Wow! Das sind viele Eier. Ich habe einen Notendurchschnitt zu verteidigen. Das ist aber schon etwas übertrieben. Findest du nicht auch? Nö, ich finde es nicht übertrieben. Touché! Also, warum legen Hühner Eier? Na, wenn sie sie werfen Stopp, würden... Stopp! Keine Eierwitze! Ah! Sei besser vorsichtig, was du da baust. Bin nicht sehr zäh, nicht sehr robust. Ich hoffe, deine Energie ist zielgenau. Ungern wäre ich der schwächste Punkt. Bin zerbrechlich, will keinen Sprung in meiner Schale. Halt dich mit dem Risiko zurück. Bin zerbrechlich, ich bin nicht gut als Blitzableiter. Und ich liebe meinen Küchenausblick. Ja, ich bin zerbrechlich. Hey. Ha. Hey. Nicht zerbrechen. Hast du dir ein Ei in die Hosentasche gesteckt? Ja. Also das wird kein gutes Ende nehmen. Na? Okay, Leute, wir knacken diese Nuss schon noch. Und das bedeutet, dass wir das da nicht knacken dürfen. Wir müssen etwas bauen, das einem Sturz aus dem 2. Stock standhält, einer Holztür, einem Ast, einem Sneaker in Größe 41, 6 Hintern, einem Waschbärenangriff und allem, was hier noch steht. Der Behälter, den wir bauen, muss aber nicht nur einem davon standhalten, sondern muss alles gleichzeitig überstehen. Tja, wie sagt man so schön? Was immer unser Ei zerbricht, hilft unsere Eifallvorrichtung dabei, die Kräfte der Gravitation, Trägheit und Gewichtsverteilung besser zu nutzen. Super Einstellung! Wer sagt denn sowas? Okay, Team. Hier kommt Version 87,3-9. Ich bin für den Namen Große Gerda. Ich gebe Ihnen keine Namen mehr, sonst hängt mein Herz zu sehr dran. Komm her, Dioji. Es geht los. Okay, sieht gut aus. Warte. Okay. Glaube ich. Und? Das Ei ist komplett unversehrt. Wir haben es hingekriegt. Juhu! Das muss ich mir ansehen. Ich komme runter zu euch. Wow, 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 wow. Nein, du bleibst da oben, Milo. Wir müssen das Ding in einem Stück zum Unterricht mitnehmen. Ich bewache heute Nacht die große Gerda. Und die Ersatzeier nimmst du mit nach Hause. Wovon redest du? Das ist unser letztes Ei. Wirklich? Okay, dann sollten wir es dreifach kühlen.
Verschwinden wir jetzt lieber von hier, bevor noch irgendwas... Toto, Vorsicht! Keine Bremsen! Hi, Kinder! Hi, Mr. Murphy! Wir müssen los! Bye! Wir sehen uns morgen, Team! Milo, sei so lieb und hol deinem Dad seine Krücken! Okay, große Gerda, zeig dich in die Schule zu... War nur ein Traum. Okay, Zeit zum Aufstehen und... Oh, war nur ein Traum. Also, das ist merkwürdig. Ja, das passt schon eher. Melissa, hier bin ich. Was macht die große Gerda? Der geht soweit gut. Was ist mit dem Ei? Dem geht's 1A. Bringen wir die Sachen schnell ins Klassenzimmer. Auf 3 Uhr. 10 Uhr. Wanduhr. Er ist schon hier, habe ich recht? Woher weißt du das? Hi, Leute. Milo, ich muss jetzt das Ei rausnehmen. Würdest du... Kein Problem, ich stelle mich in die Ecke. Ich helfe, indem ich nicht helfe. Pilotei ist bereit für den Flug. Entdeckung! Nein! Das war unser letztes Ei! Jetzt können wir nicht mehr antreten! Mir tut das schrecklich leid, Melissa. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, wartet mal kurz! Das hier habe ich ja ganz vergessen. Okay, Kinder, ihr bringt eure Projekte hoch aufs Dach und ich beobachte die Landezone. Eins eurer Teammitglieder kommt mit mir runter zum Saubermachen. Ich gehe zur Bodencrew. Viel Glück, Leute. Und zu eurer Information, ein beträchtlicher Teil meiner Selbstachtung hängt von meinem Notendurchschnitt ab. Aber hey, bloß kein Druck. Weißt du, ich habe den Bleistift gemacht, den du in der Hand hältst. Ich glaube, das ist höher als mein Baumhaus. Dank all unserer Testläufe übersteht dieses Baby jetzt alles. Team 1, ihr seid dran. Okay, gehen wir ein letztes Mal unsere Checkliste durch. Ihr müsst die Beschleunigung der Geschwindigkeit mit einberechnen. Fallschirm? Check. Er öffnet sich nach 1,5 Sekunden. Stoßdämpfer? Check. 8 Abflussstampfer, die von biegsamen Strohhalmen gestützt werden. Ich kann nicht oft genug erwähnen, wie wichtig die Gewichtsverteilung ist. Denk an meinen Tisch. Ich tue es sicher. Überrollkäfig? Check. Vakuumschlauch mit druckfestem Schaumkern. Wir haben unser erstes erfolgreiches... Nein, komm mit dem Mob her und wisch das auf. Wir zeigen euch, wie man das macht. Oh, sehr schön. Nur ein feiner Haarriss. Bradleys Team muss geschlagen werden. Yeah! Euch hab ich's gezeigt, ihr Loser! Ich bin in deinem Team. Ich hoffe, es klappt. Ich will Melissa nicht enttäuschen. Komm schon, zwischen hier und dem Boden kann noch nicht so viel geschehen. Milo, Zack, Melissa, euer Team ist als letztes dran. Komm schon, geh nicht kaputt. Okay, 1, 2... Ja. Hey, ist das der Lieferanteneingang der Cafeteria? Nein. Oh, Kickballspiel. Check, das übersteht sie. Footballtraining. Check, theoretisch. Eisbärgehege? Was? Gib das her! Da ist der Zoo also. Autobahn? Check. Windturbinen? Check. Nachrichtenhelikopter? Komm schon! Oh, komm schon! Nicht du, DOG. Jetzt mal ehrlich, kann mir irgendjemand helfen? Ich muss diese ganzen Eier ausliefern. Wir haben einen Gewinner. Team Milo kriegt eine 1. Ihr drei habt's geschafft. Ich bin so stolz auf euch. Wir haben das Ei unversehrt wieder. Tja,
treffen sich zwei Rührer. Ich sag dir keine Eierwitze.